Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Yu-Gi-Oh! Structured Deck Duell gegen den guten CK Phoenix auf Yu-Gi-Oh! Master Duel. Und heute spielen wir aber das Deck Dragon's Roar, während Jan einmal Curse of Darkness spielt. Und wir spielen wie immer ein Best of Three. Das bedeutet, derjenige, der als allererstes zwei Duelle gewonnen hat, hat das ganze Ding hier einmal für sich entschieden. Das bedeutet, bei mir wird es einen Part geben und auch aber bei Jan. Das heißt, schaut auf jeden Fall da vorbei, um zu wissen, wie das Ganze hier letztendlich ausgegangen ist. Leider gab es auch einmal ein kleines Problem bei meiner Aufnahme, und zwar ist die irgendwie komplett korrumpiert, also ich habe kein Gameplay. Zum Glück kann ich das hier von Jan nutzen, aber damit ihr wisst, das ist halt nicht mein Gameplay, also nicht meine Hand, die ihr gleich sehen werdet, sondern einfach die aus der Sicht von Jan. Zudem steht es derzeit 2-3 für Jan, das heißt, ich habe 2 Siege und Jan hat 3 Siege. Es bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wer das ganze Format am Ende für sich entscheiden kann, aber ich würde sagen, wir gehen erst einmal in die Deckvorstellung. So, dann wären wir jetzt einmal hier in dem Deck und ihr seht schon direkt, also das Deck hat halt wirklich wenig Monster, ne? Also, du hast halt 2 Schimmerdrachen, sehr gute Beatsticks, insane. Du hast rotäugiger schwarzer Drache, gute Karte, auf jeden Fall. Ja, ist eine gute Karte, würde ich sagen, wenn man die halt gut beschwören kann. Du hast schwarzes Drachenküken, was du halt natürlich nutzen kannst, um den schwarzen roten Drachen rauszubekommen. Und dann den rotäugigen finsteren Drachen, der halt extrem scheiße ist, weil er für jeden Drachen du 300 Angriffspunkte bekommt. Aber meine Güte, das ist halt so eine 3-Karten-Kombi, die ich jetzt nicht so geil finde. Zweiköpfiger Behemoth haben wir hier, der kann natürlich wiederkommen, wenn der besiegt wird. Ist halt ein guter, ich sag mal, die kannst du als Fodder benutzen, so quasi legst du hin, wird zerstört, kommt nächste Runde wieder, oder Endphase kommt er wieder, ne, während der Endphase, genau. Und dann kannst du ihn vielleicht in deinem Zug opfern für den bewaffneten Drachen Level 5. Du hast bewaffneten Drachen Level 3 zweimal, um den bewaffneten Drachen Level 5 rauszubekommen natürlich. Da hast du den maskierten Drachen, super Floater für den bewaffneten Drachen, weil der ist ja in der Standby-Phase, kann ich im bewaffneten Drachen Level 5 gehen. Das bedeutet, wenn der hier zerstört wird, kann ich in ihn hier gehen, in Juns Zug, um halt den bewaffneten Drachen Level 5 zu holen. Und Elementardrache, welcher halt einfach nur, ja, wenn ich gegen Wind spiele oder gegen Feuer andere Effekte hat, aber das nicht der Fall ist, ist es relativ irrelevant. Und das waren alle Monster. Also ich kann halt buchstäblich nicht mehr zu den Monstern sagen. Beatstick, Brick, wenn ich nicht den hier habe, Fodder, gut für Waffendrache Level 5, Floater für Waffendrache Level 5, ja, keine Ahnung, 1-5er Beatstick und du bist Ass. Es ist halt, ich kann halt buchstäblich nicht mehr sagen, okay, egal, gehen weiter mit den Karten, weil Zauber- und Fallenkarten sind an sich ganz gut in dem Deck, ne? Verräterische Schwerter, super gut für den bewachten Drachen Level 3, damit der halt natürlich zu bewachten Drachen Level 5 wird. Topf der Gier, der Gierigste der Töpfe, natürlich darf 2 Karten zu ziehen, super. Schwerer Sturm, immer gut, um Backrow zu removeln. Adliger der Auslöschung, ich weiß gar nicht, ob in Curse of Darkness es gerade irgendwie super viele Karten sind, die gerne verdeckt sein möchten, die man angriffen möchte, so quasi Flipmonster etc., weiß ich nicht. Deswegen, ich sag mal, okay, trotzdem gut, einfach um irgendwas zu zerstören, was er hat. Kreaturentausch, das ist immer geil, weil wir haben an sich jetzt nicht so krasse Monster, ihr dürft nicht vergessen, wenn maskierter Drache zerstört wird und auf meinen Friedhof gelegt wird, dann bekomme ich den Effekt, das heißt, ich könnte maskierten Drachen legen, Kreaturentausch, ich kriege eine Karte von Jan, ich renne bei dem maskierten Drachen, perfekt, ich kriege noch einen Surge, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Stampfende Zerstörung, falls du ein Drachenmonster kontrollierst, wäre ein Zauberfall auf dem Spielfeld, zerstöre jenes Ziel, das ist immer gut für Backrow Removal, wie gesagt, das nimmt man auf jeden Fall mit, und ich werde halt immer ein Drachenmonster, wenn ich ein Monster habe, wird es ein Drachenmonster sein, okay? Füge 2 Monster in deinem Friedhof, deren Karten mit Level enthält. Man merkt halt, eigentlich ist so ein bisschen das hier das Beste. Weil die Sache ist halt, die 2-4 Attack ist genau der gleiche Wert, den der fucking Schwarz-Rodon-Drach hat. Ey, tut mir leid, ich weiß, Leute feiern den, aber ich bleib dabei. Tut mir leid, aber das ist so eine Scheißkarte. Die kann im Anime cool gewesen sein, aber Schwarz-Rodon-Drach ist so eine Scheißkarte. Ich hasse es, mit der zu spielen, weil die immer Ass ist. Und der hat halt genauso viele Angriffspunkte. Der kann Monster vom Gegner zerstören. Es ist so viel besser. Es ist immer so viel besser. Schnappstahl kann gegen das Monster klauen. Ist geil. Vorheriges Begräbnis. Monster zurückholen. Kann ich auch als Vorder benutzen. Nachlade die Signature-Karte aus jedem dieser Decks. Keine Ahnung warum. Backrow-Removal wieder. Ich habe echt viel Backrow-Removal. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Mal Backrow-Removal. Das ist hart, krass. Waffenstillstand, falls ein Monster verdeckter Verteidigungsposition oder ein Effektmonster auf dem Spielfeld liegt, ende alle Monster in verdeckter Verteidigungsposition auf dem Spielfeld in die offene Verteidigungsposition. Zusätzlich füge deinem Gegner für jedes Effektmonster auf dem Spielfeld 500 Schaden zu. Ist okay, ist eine Burn-Karte, brauche ich nicht insane, krass. Tollkühne Gier kann man mal gebrauchen, wenn ich irgendwie wirklich was brauche, um zu gewinnen, weil sonst merke ich, okay, ich verliere sonst einfach, wenn ich jetzt die Karten auf meiner Hand. Interdimensionaler Materientransporter. Den kann man in der Hinsicht nutzen, der ist ganz geil für Schnappstahl, zum Beispiel von Jam, wenn er es einsetzen möchte. Der ist ganz geil, wie gesagt, wenn Monster geklaut werden möchte. Oder wenn Jan jetzt zum Beispiel den irgendwie, weniger Angriffspunkte gibt. Ich weiß gerade nicht, ob Curse of Darkness das kann, aber auf jeden Fall der Fälle. Beispielsweise ist eine Karte, gibt mir weniger Angriffspunkte, kann ich verbannen, kommt dann wieder, hat nur normalen Angriffspunkte. Das ist an sich ganz geil. Dann haben wir Fluch des Anubis, ändere alle Effektmonster auf dem Spielfeld in die Verteidigungsposition. Bis zum Ende des Spielzugs werden die Grunddef der Monster zehren 0. Zusätzlich können ihre Kampfposition nicht geändert werden. Ist ganz geil, wenn Jump mich irgendwie angreifen sollte, Monster zerstören würde, dann kann ich ein bisschen stallen. Ist ganz gut eigentlich. Oder kann ich sogar machen, wenn er ein Monster da hat, über das ich drüber rennen kann, dann aktiviere ich das, rufe mein Monster und dann greife ich über seins drüber. Das ist eigentlich ganz geil. Fallenfalle, wenn dein Gegner eine Fallenkarte während der Battlephase aktiviert, annulliere
aktiviere die Aktivierung, falls du dies zerstöre sie. Ich habe echt viel gegen Backrow, ne? Also, das zerstört zwar die Backrow nicht, aber das ist trotzdem gegen Backrow, ne? Das ist natürlich ganz geil. Ruf der Gärten, gut für Vorder, Monster zurückkommen, wenn es auf den Friedhof liegt, ne? Ganz ehrlich, ich rufe auch gerne den schwarzen Rotaugendrachen zurück, wenn ich den irgendwie auf den Friedhof bekomme. Perle des Drachen, wirf eine Karte in der Hand ab, um einen Effekt einer offenen Karte, die ein offenes Drachenmonster als Ziel bestimmt, zu annullieren. Deswegen, ganz geil, pass auf, ich nehme die hier zum Beispiel, werf den schwarzen Rotaugendrachen ab, aktiviere, Ruf der Gejagten oder Vorlegungsbegräbnis und hol ihn zurück. Das ist an sich ganz geil. Und zum Schluss Drachenzorn. Falls dein Drachenmonster ein Monster Verteidigungsposition angreift, füge deinem Gegner durchschlagen Kampfschaden zu. Auch nicht schlecht, ne? Permanente Karte. Wenn ich dazu komme, den hier auf dem Feld zu haben, dann kann Jan sich auch nicht wirklich verteidigen. Aber das ist das Deck und ich würde sagen, wir gehen einmal in die Duelle. Oh, ich darf first gehen? Aber natürlich. Sehr gut, pass auf, wie ich jetzt mein Board aufbaue und alle in die Gates lege. Okay, let's go. Ja, es, es... Weißt du, ich bin froh, dass du anfängst. Okay, das ist ein interessanter Ansatz. Ich bin mal gespannt, was ich noch ziehe. Na, okay. Ich würde sagen, ich starte mal mit meinem Goblin-Zombie. Ja, gute Karte. Und dann noch eine Karte verdeckt und du bist dran. Okay. Okay, Hand wurde besser. Nein. Mach mal nicht. Doch. Nee. Maskierter Drache. Oh, okay. Jetzt machen wir dampfende Zerstörung. Ja gut, aber wenn ich schon 500 Schaden krieg, dann du wenigstens auch. Ja gut. Okay, die 1000? Nee, nur für deine Monster. Ach so. Bei Waffenstillstand kriegst du für jedes Effektmonster auf dem Feld. Das, okay, alles klar, dann habe ich es gewechselt. Na, ganz ehrlich, trotzdem worth. Ja. Dann mal rein. Jo. Und ich krieg einen Zombie. Ja, das ist richtig. Hier sind echt interessante dabei, muss ich sagen. Okay. Ja, ich nehme mir mal den Kollegen hier. Oh. Ja. Das fühle ich jetzt gar nicht mal so sehr. Das glaube ich dir gern. Zwei Karten verdeckt und dann bist du. Okay, so, jetzt ist das Ding, was mache ich mit maskierter Drache? Wenn ich ihn angreife, rufst du bewaffneter Drache Level 3, dann Level Up und dann habe ich ein Problem. Was? Gar nicht. Probier's mal, vielleicht mal was anderes. Ich spiele mal ein mysteriöses Monster verdeckt. Was könnte das bloß sein? Ja, gute Frage, du bist. Ja, ja, okay. Okay, danke für gar nichts, Hand. Die Sache ist halt die, es wäre dumm, nicht anzugreifen. Das stimmt irgendwo. Ich muss ja wissen, ob es das ist. Guck, siehst du? Tatsächlich nicht. Deswegen ist das wichtig, dass ich das gemacht habe. Ja, mich kriegst du nicht, mein Freund. So aber nicht. Na gut, dann wollen wir mal ziehen. Und jetzt habe ich eine doofe Situation. Ich kann ihn jetzt setten und dann wieder flippen. Dann kriegst du 1000 Schaden, aber dann liegt er im Angriffsmodus. Und das gefällt mir nicht. Und deshalb mache ich das mal noch ein bisschen besser mit meinem Stahlkäfig des Albtraums. Oh mein Gott! Na gut. So, dann set. Ja. Und flip. Und 1000 Burn. Jawohl. Und das darf ich jetzt noch 3 Züge so bekommen. Ganz genau. Und dann rufe ich noch. Ich bin noch ein Monster verdeckt. Und du bist. Okay. Wo hat das Deck Blitzeinschlag? Das ist jetzt eine gute Frage, das weiß ich nicht. Weißt du, wenn du ihn schon nicht angreifst, dann mache ich es halt selbst. Okay. Okay. Ja, fair. Aber so einfach kann ich es dir dann auch nicht machen. Da hast du nämlich meine boshafte Puppe des Untergangs vergessen. Wie du das sagst. Den mache ich vorher verdeckt. Aus Angst vor Spiegelkraft, auch wenn du sie nicht spielst. True. Und ich kann nicht angreifen. True. Warum kann ich bei dem Ding selber nicht angreifen? Ich vergesse das ich jedes Mal. Ich war auch gerade so, also Bro, also ich meine, du hast den Starkäfig gespielt, deswegen habe ich den ja gerufen. Ich vergesse das jedes Mal, ne? Ey, guck mal, weißt du, was mich irritiert? Du hast
die Lichtschwerter, die sagen, der Gegner kann 3 Runden nicht angreifen, die ist nur für 2 Züge, also die ist schon schlechter und dann kannst du selber nicht angreifen. Jedes Mal, das passiert mir jedes Mal ungelogen. Das ist halt einfach so merkwürdig. Ich glaube, das haben die einfach nur gemacht, damit das nicht so wirkt, als wäre es eine bessere Karte als Yugi in seinem Deck. Ja, ich, keine Ahnung, es ist, ja, gut. Vor allem, das Schlechte daran ist ja, der Gegner ist dann der Erste, der wieder angreifen darf, oder? Ja. Nee. Nee. Nein, man selber. Okay, alles klar, gut, nee, das ist recht, das steht für 2 des Gegners. Ich dachte gerade irgendwie, dass es in deinem Ende in Fest endet. Nee, also ich darf jetzt gleich wieder angreifen, aber das ist. Ey, ich hasse es. Jedes Mal habe ich das mit der Karte. Ah, Junge, Yu-Gi-Oh!-Spieler lernen aber auch nicht dazu. Nee. Aber alles gut, ich mach den hier einmal. Ja, das hab ich mir fast gedacht. Ah, das ist jetzt natürlich nervig. Zack, zack. Lego! Ja, gut. Ja, im Endeffekt hätte ich die aber trotzdem beschworen. Also, es macht jetzt keinen Unterschied, aber naja. Ja, deswegen, aber ich kann jetzt halt den komischen Vogel da zerstören. Zack. Das ist natürlich nervig. Und zack. Oh, du wirfst den zweiten ab? Okay. Ja, ich meine, was soll ich tun? Du kannst den Tribute summon. Nee. Dann kriege ich ja meinen Effekt vom maskierten Drachen nicht durch. Was willst du denn rufen, was besser ist als bewaffneter Drache Level 5? Ahnung, vielleicht ein anderes Floater. Ich kann auch maskierten Drachen nochmal holen. Ja, das stimmt durchaus. Okay, ja, und du hast wahrscheinlich auch vorheriges Begräbnis, also. Mit anderen Worten, es wird nicht besser für mich. Das ist korrekt. Ich muss mir irgendwas überlegen, weil es gefällt mir hier gerade gar nicht. Bis jetzt finde ich es ganz gut. Vor allem, das heißt, ich werde auf jeden Fall deinen Sensenmann los. Ja, und das gefällt mir nicht. Ich muss sagen, feier ich. Ich werde mal deinen maskierten Drachen aber jetzt los. Ja, das ist okay, damit lebe ich. Jetzt habe ich nämlich keine Angst mehr vor dem zweiten Fünfer. Was habe ich denn? Oh, okay. Du kannst auch noch den Behemoth wahrscheinlich beschwören. Ja, genau richtig. Das habe ich auch gerade überlegt. Ich glaube sogar. Ich floate einfach, alles gut. Okay, ja dann. Main 2. Set. Und du bist. Wenn ich jetzt noch. Weißt du, ich habe die Decks selber nachgebaut. Wenn ich jetzt noch wüsste, was in diesen Decks wäre, ne? Was du da verdeckt spielst. Vor allem für die Zuschauer ist das ja immer voll geil, weil wir stellen die Decks vor. Ja. Und dann sind wir im Duell und sagen so, ich habe gar keinen Plan, was ich spiele. So, weil das natürlich zeitlich versetzt ist, aber so im Video ist das dann voll dumm. Man denkt so, Bro, du hast doch gerade noch dein Deck erklärt. Ja, für dich gerade war vielleicht entweder vor 2 Tagen oder erst in 2 Tagen. Ja. Das ist richtig schlimm, sage ich dir. Ja. So, greifen wir erstmal den an. Mal gucken, was da kommt. Ach, zum Glück kann ich das verhindern. Ja, ja, mies. Miese. Ist aber okay noch. Ich habe noch genug Lebenspunkte. Ich greife trotzdem verdeckte Karte an, um zu sehen, was da ist. Den dürftest du kennen. Hab ich mir gedacht. Das muss ich aber trotzdem zur Sicherheit einmal nachgucken. Deswegen und ja, dann war's das für diese Runde. Ah, du hast kein Monster zum Abwerfen. Wir würden jetzt Hater behaupten. Na, wenn das so ist. Oh, okay, das ist hochgradig interessant. Okay. Ich aktiviere Megawandler. Und ich habe mehr Lebenspunkte als du. Das heißt, ich rüste deinen bewaffneten Drachen Level 5 aus. Nö. Perle des Drachen. Digga, was? Nein! Nee, das geht gar nicht. Warum nicht? Weil das nur Fallen annullieren kann und keine Zauberkarten. Nein, Schittendreck! Ist doch Musik in meinen Ohren. Hey, warum? Ich hab nur gesehen, ich habe in deine Karte dein Monster wählt. Ja, Yu-Gi-Oh! Spieler und Karten lesen, zu Ende lesen. Ja, das mach ich jetzt den hier. Na, okay, ja, fein. Oh, verdammt. Das ist jetzt sehr nervig. Ja gut, was soll ich machen? Das war, leider hast du trotzdem 1-7 im Dev. Oh, okay, so geht auch. Ja, hast einen dicken Drachen nachgezogen, den du abwerfen kannst, ne?
Warum abwerfen? Ich greife an. Okay, oder so, ja, das geht auch. Warum soll ich den abwerfen? Ja. Ja, ich dachte jetzt, du hast den Rotaugen gezogen und dann wird ja. Oh, hätte ich den gezogen, boah, wäre das geil gewesen. Ja. Den hätte ich ja so abgeworfen. Es gibt auch einen Angriffsmodus und dann bist du. Okay. Dann wollen wir mal ziehen. Hallo, Master Duel. Okay, alles klar, Gott sei Dank. Ich hab schon wieder Angst gehabt. Ja, ich habe auch kurz Angst gehabt. Ich sag dir ehrlich, ich habe gerade im Kopf gehabt, bitte jetzt nicht den. Ja. Bitte lass mich jetzt einfach nicht diese Karte ziehen, weil das ist gerade der gigantischste Brick, den ich haben kann. Und ich habe genau den gezogen. Genau den. Okay, pass auf. Genau, darf ich die Karte raten und du sagst mir, ob sie es ist oder nicht? Ja. Es ist doch safe, das Signature Monster des Decks, oder? Ja. Ja, hab ich mir gedacht. Zwei Tribute. Ich sag's immer wieder. Wir werden niemals in dieser gesamten Reihe irgendwann mal auch nur ein von diesen Monstern rufen. Ich verspreche es dir. Ja, wir haben bis jetzt kein einziges. Das ist schon geil eigentlich, ne? Ach, Junge, oh nee. Oh doch. Oh nee. Oh, das ist nicht cool. Ich find's schon ganz cool. Weißt du, was ich auch cool finde? Was denn? Ah, okay, ins Deck mischen. Ja. Deswegen, gar nicht so schlecht, packe ich beide wieder ins Deck. Das gefällt mir gar nicht. Schon. Und jetzt greife ich an. Ja, mach das. Vor allem, du musst überlegen, ne? Die meisten Monster kannst du zumindest Tribut beschwören, okay? Du hast sie auf der Hand und dann geht das. Aber für den Kackdrachen in meinem Deck muss ich nicht nur den schwarzen Rotaugendrachen beschwören, sondern ich muss diese Karte auch noch auf der Hand haben. Ja. Das ist genial. Also, wenn du nicht mit Küken, Rotaugendrache und dem finsteren Drache startest, also mit allen dreien, dann ist eigentlich schon GG. Vor allem ist es ein 3-Karten-Kombo für ein 3000er Tech-Monster. Ach so, danke, ich könnte auch mit dem Blue Eyes beschwören. Ja. Oh, das ist jetzt eine sehr, sehr schwierige Situation gerade. Ja, ich bin gespannt, was jetzt kommt, Junge. Lass mich bitte schwerer Sturm ziehen. Ah, schade. Das ist jetzt eine sehr, sehr kritische Situation. Spiegelkraft ist nicht in dem Deck drin, das weiß ich. Deswegen kann ich einfach angreifen. Ja. Ja, mal gucken. Okay, jetzt zum Glück. Guck mal, du hast Perle des Drachen auf dem Feld. Und deswegen ist Dimensionsmauer besser als magischer Zylinder. Die targetet nicht. Ah, ja. Ich überlege gerade. Ja, ist okay. Greifen wir an, mal gucken, was kommt. Ja. Ich habe jetzt ein Problem, weil jetzt ist gleich dein Level 5er bei 4800. Deswegen. Ich habe ganz kurz überlegt, greife ich jetzt mit allen an? Oder wechsle ich den Death, weil der hat nur, weil mein maskierter Drache hat nur 1,4. Aber ich habe noch 700 Lebenspunkte. Als ob du jetzt einen 2-1er rufst. Ich meine, theoretisch habe ich einen. Ja, aber als ob du den jetzt rufen kannst, einfach so. Duro! Nein! Das hört sich nicht gut an. Ey, nein. Ey, ich hätte sogar Riesenorg gehabt. Nein. Junge, ich hab Topf der Trägheit auf der Hand und ich hab 4 Monster im Friedhof. Ich hasse dieses Spiel, Mann. MST, nein. Ja, was hast denn du da? Hallo. Lol. Dann kannst du da nicht drüber rennen, diese Runde. Ach, Junge. Ich hab die ganze Zeit gedacht, boah, wenn der jetzt gleich mal mit Waffen einen Drachen angreift, aktiviere ich die Karte, um Megawanne loszuwerden, dann kommt er wieder. Ja. Ey, Mann, ich hasse es einfach. Oh. Also, hast du jetzt gerade den Riesenorg gezogen? Nein, aber ich hätte ihn ja ziehen können. Der ist sogar mehrfach in dem Deck, glaube ich. Ah, so, ja. Ich werde es richtig hart disrespecten. Aber erst nicht eine Karte verdeckt? Ja. Ich will es nur wissen. Okay. Keine Ahnung, wie ich das jetzt mal schaffe. Wie oft ziehst du die denn? Keine Ahnung, ich möchte sagen, ich hab die gleiche Karte auf der Hand, die ich als allererstes ins Deck gemischt habe. Ach, Junge. Egal, ich disrespekte dich jetzt. So kann man es auch machen.
Ich hab nur gedacht, ah, vielleicht zieh ich schwerer Sturm, wäre cool. Ey, Junge, ich. Ey, der Topf der Trägheit mit 4 Monstern, das bricht mein Herz. Das tut weh. So, alles klar, das war dann einmal das Duell. Vergesst aber nicht, wenn ihr herausfinden wollt, wie das Ganze geendet ist, schaut auf jeden Fall bei Jan vorbei. Und wir finden jetzt natürlich noch heraus, was ich als nächstes Mal spielen werde. Ich bin gespannt. Warriors Triumph, vielleicht, bitte, danke. Ja, das ja, gut, schon okay. Cool. Search of Radiance. Ah, okay, das Feendeck. Ja, ich meine, mit Feen hatte ich jetzt in dem Format jetzt nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht, ne? Wir denken, ne? Aber mal gucken. Ja, na gut.